Guten Morgen aus Neustadt an der Aisch. Ja, heute fahre ich mal Aurachtalradweg. Zuerst muss ich mal Stickle an der Aisch Radweg bis Ipsheim. Aber zuerst Aisch Radweg mal finden. Und dann, ja, Richtung Emskirchen. So, jetzt bin ich raus aus der Neustadt und auf der Suche nach Aischradweg. Wie gesagt, ungefähr 10 Kilometer und dann kommt Aurachradweg. Aischradweg habe ich jetzt erreicht und wie gesagt, ungefähr 10 Kilometer. Und dann treffe ich auf den Aurachradweg. So wie ihr seht, ziemlich frisch heute früh, ja. Aber es soll so bis 12 Grad warm werden. Naja, muss ich mir jetzt warm treten. Ja, bis jetzt sieht ziemlich alles flach aus, aber wenn man hier erkennt, drumherum ist hügelig und dann kommt so eine gewaltige Steigung, ja, und dann geht es wieder flach Richtung Erlangen, aber schön hier im Aischgrund, richtig schön, schön flach. Ja, da gibt es übrigens von mir ein Video, Aischtalradweg, also kompletter Radweg. Vom Rotenburg und der Tauber bis Mündung in der Regnitz, Strullendorf, Hirscheid, so irgendwie. Ja. So, Ipsheim. Hier irgendwo beginnt der Aurachtalradweg. Also hier im Ipsheim auf einer Verkehrinsel ist der erste Hinweis Steigerwaldradweg, Aurachtalradweg, ja. Und das folge ich jetzt die nächsten 50 Kilometer bis der Mündung auch in der Regnitz. Und da vorne, irgendwo über den Berg, muss ich rüber und dann wird es wieder alles, ja, angenehmer zu fahren. Keine Berge mehr, also nur links und rechts drumherum. Das ist Burg Hoheneck. Ich weiß jetzt nicht, wie es gut rüberkommt, aber so fahre ich schon seit 1,5 Kilometer. Ja, also jetzt bin ich gerade abgestiegen, das ist schon gewaltig. Wow. Also hier, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, aber ich habe nicht einmal die Hälfte geschafft. Jetzt schiebe ich also. Ich quäl mich schon gerne berg hoch, aber das ist zu brutal. Ich denke, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich oben. Und von daher bin ich gekommen. Wow. Schauen wir mal, ob das jetzt bergab geht oder muss ich noch weiter klettern. So, ich habe jetzt aufgehört zu schieben. Ich fahre mal wieder. Aber ich fahre jetzt schon eine Weile durch den Wald. Ja. Und teilweise gibt es so viel Schnee und manchmal gibt es Stellen, wo überhaupt kein Schnee ist und dann kommt es wieder.
richtig vereist. Ja, ich befinde mich ziemlich hoch, fast 500 Höhenmeter. Ich glaube, hier werde ich jetzt was essen, weil ich habe nichts Großartiges gegessen. Und in der letzten Ortschaft, Ipsheim, war ich beim Bäcker. Habe ich mir also belegtes Brötchen gekauft. Ich habe selber was mitgenommen, noch Käse und Apfel, ja. Und koche mir jetzt Kaffee. Hier ist die Aurach. Schön. Die Kamera an der Lenker befestigt und jetzt werde ich fahren und filmen und meine Klappe halten. So, Emskirchen ist erreicht, wie gesagt. Jetzt stehe ich mitten auf Aurach. Ja. Und mein nächstes Ziel ist Herzogenaurach, da wo die berühmten Sportmarken kommen, Puma und Adidas. Ja, das ist der nächste.
So genau, da habe ich jetzt auch hinter mir. Und mein nächstes Ziel ist Erlangen. Und da ist auch Radweg zu Ende, wo der Aurach in der Regnitz mündet. Also nach der Herzogenaurach ist wesentlich flacher geworden. Da wo die Bäume sind, da mündet der Aurach in der Regnitz. Ja, aber gibt keinen Radweg, kein Pfad, kein Trampelweg oder was auch immer. Nee, ich muss noch ein Stückchen da kurz vor der Hochhäuser. Da endet der Aurachtalradweg. So, das sind die letzten Meter auf dem Aurachtalradweg. Erlangenbruck. Das ist die Regnitz. Und da endet der Aurach-Radweg. So, hier an der Regnitzufer beende ich meine heutige Tour. Ja, das war ungefähr so um die 70, 75 Kilometer. Ja, bis zum nächsten Mal. Ade.